Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei der zweiten Staffel von ASDVS, dem großen volkstümlichen Musikwettbewerb. Wir wünschen Ihnen eine gute Unterhaltung und den mitwirkenden Künstlern viel Glück. Liebe Freunde der volkstümlichen Musik, heute ist der große Tag von ASDVS, dem Dreiländer-Volksmusikwettbewerb. Wir sind schon alle so aufgeregt, so viele Künstler sind schon hier, die Jury ist schon da und viele spielen sich im ersten Stock schon warm. Und ich freue mich, wenn es endlich losgeht, und ich freue mich für Sie, denn Sie können das Ganze mitverfolgen und anschauen. Und dabei wünsche ich Ihnen und euch viel Spaß. Eure Margret Almer. Beim ASDVS-Wettbewerb trifft sich alles, was Rang und Namen hat. Internationalität ist geboten, ob groß, ob klein, ob schon früh auf der Bühne oder ganz neu begonnen. Und wir wollen natürlich die Künstler kennenlernen. Andrea, ganz national und international. Auf jeden Fall bist du, jetzt sage ich mal, in Deutschland aufgewachsen oder geboren in Bochum, in Slowenien wohnhaft und heute in Österreich auf der Bühne. Ja, so ungefähr. Und nicht singend, sondern du beherrschst wunderbar ein Instrument. Das werden wir sehen, aber ich spiele und das leidenschaftlich gern. Du spielst das Akkordeon, da gibt es sicher ein Idol, kann ich mir vorstellen, oder ein großes Vorbild? Natürlich, mit 3 Jahren habe ich im Fernsehen gesehen Slavko Austenik. Da habe ich meinen Vater gefragt, du Papa, was spielt der Onkel da? Da sagt er Akkordeon, da sage ich, das will ich auch. Und er hat gesagt, das glaube ich nicht. Da habe ich gesagt, doch. Und dann habe ich genervt und Slavko Austenik ist bis heute mein Idol und das bleibt's. Und das bleibt es auch heute auf der Bühne. Du wirst, nehme ich an, auch ein Stück von Slavko Austenik interpretieren? Ja, natürlich. Und welches Stück wird das sein? Die Martin Polka. Wir freuen uns, Andrea. Takole, tokrat bo seveda veliko laže, kajti Andrea je naše gore list, bolje rečeno, seveda rojena v Bochumu, v Nemčiji, potem zrasla v Sloveniji, potem pravzaprav nekako rajžala med Nemčijo in Slovenijo in sedaj seveda bo zaigrala tukaj z Avstrici. Andreja, s 3 leti te je bilo, ko si prvič potegnila meh, kaj ne? Ja, takrat sem prvič slišala Slavko Austenika v televiziji in to mi je bilo najbolj všeč. In jaz sem samo Ateo rekla, kaj to ti strici igra? Pa mi je rekel, ja, harmoniko. Zdaj, to bi jaz tudi igrala. Pa je rekel, daj no. In pač sem tako dolgo dnjavila, da sem pri 9 dobila in nikoli nisem odnehala. Bravo, bravo. Potem je vmes bilo malo pauze, kaj ne? Ja, ker nisem imela učitelja, ki bi me kaj pokazal in nisem bila zadovoljna in sem pol pri 30, 32 nekje, sem spet začela in pol pa nikoli nisem več nehala in to je do danes ostalo. Bravo. In kako ste prišli skupaj, torej tile tri, bi rekli, muzikanti, ki šele odraščajo in pa že ta prava mojstrica? Kako sem prišla sem? Ja, mene je poklicala Margret Almer, če bi se rada odeležila. Prvo sem je lepo odklonila in ker sem rekla, da sem imela operacijo, da se ne upam prav, pa tak. In pol pa me, no, smo imeli lepe pogovor in pol pa sem kao občutila, da je začela želja rast, da bi spet stopila na oder in sem rekla, dobro, kljub tremo bom šla zdaj in bom poskusila. Torej ti bo danes solistka? Ja. Aha, bravo, bravo. No, se že veselimo tega le nastopa. Držimo pesti za te, Andreja. Ja, hvala. Tako. Von der Andrea geht's jetzt zu den Geschwistermandeln. Wir treffen uns wieder in Österreich. Der Patrick hat schon das Mikrofon in der Hand. Geschwistermandel, woher kommt ihr denn? Wir kommen aus der Obersteiermark, vom Mooslandl. Und wie lange spielt ihr schon miteinander? Ihr seid Geschwister. Wer ist die Älteste oder der Älteste? Also die Älteste ist Emanuela, ich bin der Patrick und der Martin ist der Jüngste. Und wir spielen seit circa 5 Jahren. Wer ist auf die Idee gekommen von euch Geschwistern, dass man gemeinsam musiziert? Das war eigentlich gar keine Idee von uns, sondern von einem Musiklehrer. Und der begleitet euch auch nach wie vor und unterstützt euch beim Liederproben in der Musikschule, oder? Nebenbei auch, ja. Und welches Stück werdet ihr heute spielen? Heute spielen wir einen Feiertag mit Freunden. Und absolut, also nicht Freunde, sondern Geschwister, die immer zusammenhalten. Ein gutes Gefühl, mit der Familie auf der Bühne zu stehen. Wir wünschen euch alles Gute. Danke. Tako, ko se sreča ta mladostni glasba, je seveda veselje na višku in tukaj so ti trije Geschwistermandel, pravzaprav sestra in dva
brata, vsi trije seveda navdušeni nad glasbo že od mladih enok in pa seveda vsi trije prepričani, da mogoče pa jim uspe, da postanejo zvezde narodno-zabavne glasbe. Ja, in mi jim seveda vse to tudi želimo, držimo pesti zanje, vi pa glasujte zanje, seveda kasneje, ko vam bo to sporočeno. Hvala lepa. Jetzt hast du es geschafft. Du warst ein bisschen nervös, aber das gehört dazu, deswegen hast du so gut gespielt. Das war so ein Kontrast jetzt zum Casting, da hast du ja das Hirtenlied gespielt und heute diese schnellen Finger hast du hervorragend gespielt. Ich bin ganz begeistert, wirklich sehr, sehr schön. Eine Österreicherin mit slowenischem Blut, halb, halb und das hört man. Danke vielmals. Jetzt hat es gut geklappt. Ich bin auch der Meinung, dass das, also dass die Nummer viel besser ist, beziehungsweise rübergekommen ist als die erste Nummer beim Casting. Mir hat es heute also wesentlich besser gefallen. Ja, liebe Andrea, mich hast du beim Casting schon so begeistert. Also mit dem Hirtenlied, das hast du grandios gemeistert. Ebenso natürlich heute. Also ich bin schon ein Fan von dir und ich wünsche dir alles Gute und hoffe, dass viele Leute für dich anrufen. Danke. Ja, was haben wir heute gehört? Weite Lagen, weite Sprünge, also du hast alles gut gemeistert auf deinem ganzen Akkordeonbrett sozusagen. Was mir eben zum Casting ein bisschen abgegangen ist, war der technische Aspekt, weil du hast ja mit dem Instrument viel mehr Möglichkeiten, das ist ein bisschen untergegangen, aber im Großen und Ganzen gut gemeistert den Auftritt, danke. Torej, žirija je seveda dobro mislila in tudi dobro ocenila tale nastop. Odlično je vse bilo, veliko bolje kot pa prvič in tudi danes so prsti lepo igrali po črno-belih tipkah in to po celi vsej tele seveda po desni strani. Skratka, lahko si zadovoljna, a si? Nikoli nisi sam s seboj zadovoljen, saj jasne, ampak drugač pa ja. Das sind Tremo nekako prestala. Sie ist ganz zufrieden, obwohl eigentlich ist niemand mit selbst zufrieden, aber heute ja. Wir geben ihr noch zufrieden einen Applaus und dann schicken wir sie nach hinten, Andrea. Alles gut gegangen. Thank you.
Ja, ganz, ganz großes Kino, was ihr da gebracht habt. Das war wirklich musikalisch fürs Herz was dabei. Man hat technisch gesehen, ihr habt hergezeigt, was ihr könnt. Und die Familienkomponente ist natürlich auch interessant. Da habt ihr jetzt wahrscheinlich eh viel Zeit zum Proben gehabt, wenn alle in der Schule daheim waren, von der Schule daheim waren, oder? Habt ihr die Möglichkeit genutzt? Und das hört man und das macht Spaß, euch zuzuhören. Danke. Ja, ich finde es ganz, ganz toll. Ein Geschwistertrio. 5 Jahre spielt ihr schon. Du bist ja gar nicht viel älter, ha? Wie alt bist du? 13. Das heißt, mit 8 hast du schon mit der Gitarre begonnen. Ganz, ganz toll. Großes Kino, wie der Wolfgang gesagt hat. Sehr geehrte Damen und Herren, das ist unser Nachwuchs. Das ist ein Applaus wert. Ganz schön gespielt, wirklich. Ich hoffe, ihr kriegt auch ein tolles Voting. Danke. Ja, es gibt viele erwachsene Musikantinnen und Musikanten, die können nicht so reinspielen wie ihr, also musikalisch wunderbar. Einen kleinen Kritikpunkt muss ich trotzdem anbringen. Ein bisschen mehr könnt ihr aus euch herausgehen, ein bisschen mehr lachen, ein bisschen mehr Temperament zeigen, dann ist es hundertprozentig perfekt. Ja, das ist echte Volksmusik, edle Volksmusik. Jeder Ton sitzt dort, wo er sitzen muss. Jeder von euch ist wirklich eine Virtuose und wirklich großes Kompliment von meiner Seite. Und wir brauchen um den Nachwuchs wirklich keine Sorgen haben. Ihr seid ein ganz gutes Beispiel und ich hoffe wirklich inständig, dass viele, viele, viele für euch anrufen. Ihr müsst unbedingt dabei sein. Meine Stimme habt ihr sicher. Danke. Ja, torej, žirija je seveda bila navdušena nad mladimi, nad podmladkom narodno-zabavne glasbe. Mogoče bi se lahko, tako le menil Lothar Schwertfeger, malo več nasmihnili, malo več temperamentni, ampak ko gre za glasbo, je pa bila odlična in mnogi seveda odrasli muzikantje ne bi znali tako dobro zaigrati kot pa vi trije. Čestitke in najbrž se vidimo tudi v naslednji rundi. Mit diesen vielen Komplimenten und mit diesem guten Gefühl sagen wir einfach danke, dass ihr da seid und so lange auf den Auftritt warten habt müssen. Da kann man schon ein bisschen das Lachen einfrieren und das Lachen habt ihr aber trotzdem jetzt auf der Bühne und das begleitet euch auch in Zukunft und wir freuen uns auf alles, was kommt von euch. Geschwister Mandeln, ASDVS, wir sind mittendrin. Es geht gleich los mit der großen Ausscheidung. 2 steirische Teilnehmer haben wir hier. Den Lokalmatador Rudi Mali. Du hast nicht nur deinen Bacherlwirt zur Verfügung gestellt als Location, sondern bist auch selbst gleich auf der Bühne. Warum hast du gesagt, da möchtest du mitmachen beim ASDVS? Nein, ich habe nicht gesagt, ich muss mitmachen. Ich wurde von der Margret animiert, nachdem sie ein paar Töne gehört hat von meinen wunderschönen Liedern. Nein, Spaß muss sein. Ich habe gesagt, okay, ich mache mir den Spaß, ich mache mit. Habe dazu ein paar nette Mädels eingeladen, kann man sagen, und es war eigentlich sehr lustig. Ein Tausendsasser in der Gastronomie und auch auf der Bühne. Ist das ein Titel speziell für dich komponiert, den du heute zeigen wirst? Ja, es scheint so zu sein, aber es betrifft ja nicht nur mich, es betrifft eigentlich alle Menschen in diesem Land, weil alle werden irgendwann einmal in den Himmel kommen. Und du hast die besten Engel im Hintergrund, da kann es uns nur gut gehen. Alles Gute für den Auftritt, Rudi. Takole Rudi Mali, seveda moj dober prijatelj, je povedal, da pravzaprav ni bil to slučaj, kajti Margaret Almer, tista, ki si je izmislila tole tekmovanje za zvezdo narodno-zabavne glasbe, ga je animirala, je rekla, pa zakaj ne bi sodeloval tudi ti in pristal je kaj pa na to. In seveda, veliko, veliko lepih pesmi ima Rudi, kot sem rekel, ne samo to, je tudi tisti, ki si je zmislil Oberkrajner Award skupaj s Slavko Avsenikom, takrat pred mnogimi leti, pred več kot 10 leti. In seveda tudi je tisti, ki pravzaprav je naredil največ za preporod slovenske narodno-zabavne glasbe. Veliko pesmi imajo in pravi, da ga bo seveda glasba speljala vse do konca življenja, ko bo prišel tako sam verjame v nebesa. Wir sagen auch Dankeschön, dass viele steirische Gruppen sich angemeldet haben und steirische Solokünstler. Einer ist auch ein Tausendsasser, der Patrick Meierhofer. Wie lange spielst du denn schon die Harmonika?
Ja, liebe Clara, die Harmonika spiele ich seit meinem 6. Lebensjahr, also 22 Jahre. Und du hast gesagt, du möchtest auch unbedingt bei diesem Wettbewerb teilnehmen, weil es für dich was Besonderes ist, mit dem Instrument Freude zu bereiten. Genau richtig, und dadurch die volkstümliche Musik ein bisschen in Mitleidenschaft geraten ist, finde ich es natürlich doppelt cool, da dabei zu sein und dass es überhaupt gibt, dass es die Margret Almer ins Leben gerufen hat. Ja, torej, seveda, takole je Patrik povedal same lepe besede. Jaz sem že malo poprej povedal, da bi ga lahko primerjal z našima dvema velemojstroma, Denis Novato in Robert Gotter, oba svetovna prvaka na diatonični harmoniki. In prav gotovo je tisti, ki si še kako zasluži, da je v velikem finalu, pravi, da igra že od svojega 16. leta in to odlično, ne samo, da igra, odlično. Wird einmal im Himmel drauf für mich ein Platz sein, weil ich nehm für den Petrus mit ein gutes Flascherl Wein. Er weiß, ich war ein Leben lang, er wird mit Leib und Seel. Drum macht er, wenn ich auf ich komm, sei da weit auf ganz schnell. Ich werd einmal im Himmel drauf das erste Wirtshaus sein, und jeder, der was auferkommt, der kehrt gleich bei mir ein. Es wird da drum kein Sperrstund geben, kein Grenz von Webromüll. Jeder kann bei mir vom Wein dann trinken, was er will. Jeder kann bei mir vom Wein dann trinken, was er will. Holla die je, je, holli ri, ja ho. Holli je, ja ho. Holli ri, ja ho. Holla die je, je, holli ri, ja ho. Holli je, ri, ja ho. Mein Quetschen, die geht mit auf Trost, die nehm ich auch noch schnell. Denn ohne mein Harmonika war ich ein armer Söl. Ich spül in der Ewigkeit Flut auf die ganze Nacht, und jeder weiß, ich bin der Wirt, der alle himmlisch macht. Ich werd einmal im Himmel droben das erste Wirtshaus sein, und jeder, der was auferkommt, der kehrt gleich bei mir ein. Es wird nur drum kein Sperrstund geben, kein Grenz von dem Promüll. Jeder kann bei mir vom Wein dann trinken, was er will. Und jeder kann bei mir vom Wein dann trinken, was er will. Holla die je, je, tolli ri, ja ho. Holli je, ja ho. Holli ri, ja ho. Holla die je, je, tolli ri, ja ho. Holli je, ri, ja ho. Das war ja schon eigentlich eine halbe Zirkusdarbietung, wenn man es genau nimmt. Und ich überlege jetzt seit Anfang, wie machen das die Damen, dass die Glasel nicht runterfallen? Sind die da anpickt oder angeschraubt? Wahrscheinlich, aha. Aber okay, es ist sehr, sehr gut rübergekommen, Rudi. Es ist schon gesagt worden, ein Tausendsasser. Er könnte wahrscheinlich einige Fernsehsendungen füllen mit seinen Ideen. Vielleicht tritt der ORF mal an ihn heran und nimmt ihn als Berater, als Konsulent. Also großartig. Ich bin unbezahlbar. Ja, das glaube ich auch. Rudi, großartig, eine wirklich unterhaltsame Darbietung, und ich mache mir keine Sorgen um den Aufstieg. Ja, Rudi, du hast mir beim Casting schon aus den Socken gehauen, weil ich das nicht erwartet habe. Von allen anderen, die auftreten, erwartet man, dass sie eine gute Leistung bringen. Und dann kommt der Rudi Mali, der, was in der Gastronomie unschlagbar ist, stellt sich auf die Bühne und singt los und hat eine Röhre, dass du nur staunst. So hast du auch heute wieder abgeliefert, und also ich bin wirklich begeistert, ich kann es wirklich nicht anders sagen. Und es gibt eben Menschen, egal was angreifen, da wird was draus. Und nicht in deiner Größe hast es du geschafft, groß zu werden, was Körpergröße ist, aber als andere hast du damit weit übertroffen, was Größe ist. Also top. Und mir hat es super gefallen. Und auch die Idee. Traumhaft. Danke. Dankeschön. Ja, Rudi, ich habe es in der Vorrunde schon gesagt, eine Mischung aus Hansi Hinterseer und Andi Borg. Unglaublich. Das Problem ist nur, es ist die Größe vom Andi Borg und die Stimme vom Hansi. Also, ja, im Großen und Ganzen tun wir die Mädels einfach Lato in dem Kostüm. Das ist irgendwie auch ein bisschen gemein. Aber ja, ich bin eh schon überstimmt jurytechnisch, und wir sehen uns sicher in der nächsten Runde. Alles Gute. Dankeschön.
Ja, ich muss ja auch noch mein Statement abgeben. Rudi, ich bin froh, dass ich dich angesprochen habe und gesagt habe, hey Rudi, mach mit, ich habe die singen gehört, ich habe die auch mit der Steirischen gehört, die du heute leider nicht mit hast. Und dann hast du noch 4 tolle Mädels mit, da ist ja auch meine Nichte dabei. Das freut mich auch ganz besonders. Und überhaupt die ganze Aufmachung, ganz, ganz toll auf der Bühne. Super gesungen, super gemacht. Ich wünsche euch, dass ihr ins Finale kommt. Danke vielmals euch allen. Danke, danke Rudi. Dankeschön. Toreko Greza, Rudi Malja, moram povedati, da je žirija soglasno bila mnenja, da je bila ta točka izredno atraktivna in da bi lahko pravzaprav Rudi Malja primerjali ne z Andy Borgom, to je seveda v tem trenutku premalo. On bi lahko bil neke vrste, glede na to, da ima okoli sebe vsa ta lepa dekleta, Harald Junke, ne? Je tudi mogoče. Skratka, Rudi, se vidimo v velikem finalu. Und wir sagen auch danke an deine Engel, die Armen müssen schon so lang das Tablett in der Hand halten. Ich glaube, da gibt es aber einen riesen Applaus für die Engel vom Rudi. Ja. Hat es sehr gut gefallen, Patrick. Du hast richtig Gas gegeben. Also du bist auf alle Fälle für mich eine Runde weiter. Und ich hoffe, du hast ein tolles Voting und schön, dass du da bist. Danke. Ja, ich kann dem nicht allzu viel hinzufügen. Es war wirklich eine wunderbare, flotte Nummer. Sehr gut dargebracht. Toller Auftritt. Grandios. Du bist ein großer Könner. Und ich verstehe nicht viel Slowenisch, aber Davinko hat dich mit Denis Novato verglichen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich würde sagen, du gehörst in ein Festzelt, in ein Bierzelt. Da kannst du so richtig die Sau auslassen. So sehe ich dich. Wenn Schlagzeug hinten nehmen, du hast Berechtigung, auf der Bühne zu sein. Ich hoffe, dich rufen viele an. Von meiner Seite super, dass du dabei bist und ich hoffe, dass du weiterkommst. Hey Mann, sage ich da mal. Das ist ein Schürzenjäger in Rheinkultur, war ja das jetzt fast da. Wie damals, wie die alten Schützenjäger noch aufgeigt haben, großartig. Ich glaube nur, dass du das zu sehr zu Herzen genommen hast. Letztes Mal, wie wir gesagt haben, ist Singen ist noch zu verbessern. Jetzt hast du überhaupt gar nicht gesungen. Finde ich auch ein bisschen schade. Also ich glaube, ein Schützenjäger-Titel, ein Flotten oder so, würde ich noch mal gern hören von dir in der nächsten Runde. Vielleicht kommst du weiter, wünsche dir alles Gute. Vielleicht hören wir es ja dann. Takole žirija je seveda mnenja, da si bil super in da tudi to je potrdila, kar sem jaz rekel, da bi lahko bil sicer zelo velika konkurenca za Denis Novata. In ja, pravijo, da upajo in verjamejo v to, da se vidimo v velikem finalu 15. augusta. Ein dynamisches Trio beim ASDVS Kärnten.
trifft die Schweiz, ist jetzt das Motto bei uns. Die Laura Rampitsch auf der Harmonika aus dem Kärntner Land, das Urficht, das Nationalpark Urficht, der Manfred aus dem Mölltal und die Yvonne ist aus der Schweiz angereist. Es ist international und wir wollen die Künstler näher kennenlernen, bevor es auf die große Bühne zur ASDVS-Showbühne geht. Laura Rampitsch, liebe Laura, du bist 15 Jahre alt, beherrschst deine Harmonika wie keine andere. Seit wann spielst du die Harmonika? Ich spiele seit meinem 8. Lebensjahr, also jetzt 7 Jahre. Wer hat dich dazu gebracht, Harmonika zu spielen? Hast du selbst die Idee gehabt? Ja, also ich habe das bei meinem Nachbar gesehen und das hat mir dann voll gefallen und wollte ja anfangen. Und wenn man dich auf der Bühne sieht, da flitzen die Finger und du hast so eine Ruhe und Gelassenheit. Das ist nämlich nicht dein erster Wettbewerb, oder? Also nein, ich war schon bei einigen dabei. Ja. Und wie bereitest du dich vor? Wie oft übt man da? Also jeden Tag und so eineinhalb Stunden oder so. Kommt halt drauf an, was ich noch zu tun habe. Ja, Чудовита je bila tale mlada gospodična princesa Rampič, bi rekli. 15 pomladi šteje, torej 7 let nazaj, pa je prvič poprijela za harmoniko, zaigrala na njo in seveda sedaj, prav gotovo danes popovdne tukaj pri Muzi Štadl Rudija Malija navdušila tako občinstvo, kot kaj pa da tudi žirijo. In prav gotovo bo vesela, ko jo bomo videli v naslednji rundi, 15. Augusta bo to. Wir bleiben gleich bei dem Wort Prinzipessa oder Principessa, eine Prinzessin, die aus der Schweiz angereist ist. Liebe Yvonne, du bist über 10 Stunden gefahren, um bei diesem Wettbewerb mitzumachen. Wie bist du auf die Idee gekommen, dich anzumelden? Ja, ein guter Musikkollege hat mich animiert dazu und dann habe ich gedacht, ja, in die schöne Steiermark zu fahren, Das muss. Du wirst heute singen, oder? Ja, ich werde singen, ja. Einen selbst komponierten Titel oder hast du ein Vorbild? Ich habe ein Vorbild, ja, das ist Melanie Oesch. Aber so wie sie jodelt, das bringe ich nicht mehr hin. Aber da ist noch viel Luft, das heißt, da kann man ja noch viel dann auf der Bühne Erfahrung sammeln. Das heißt, genau. Der ASDVS-Weg hat gerade begonnen und er soll noch lange in diese erfolgreiche Richtung führen für dich. Ja, ich habe schon als Kind war ich auf der Bühne, dann habe ich noch Heimtierlieder gesungen und irgendwann habe ich Pause gemacht, da sind die Kinder, habe ich großgezogen und da war keine Zeit dafür und zu meinem geraden Geburtstag habe ich ein Ständchen gesungen und dann haben meine Leute gesagt, du musst weitermachen und ich habe ihnen gefolgt. Und Gott sei Dank hast du den Weg gefolgt in die Steiermark und bist zum ASDVS-Wettbewerb gekommen. Ja, wir sind froh, dass du da bist. Dankeschön. Takole Yvonne je tista simpatična Švicarka, ki se je 10 ur peljala v avtomobilu, da je prišla tukaj do lepe avstrijske Štajerske. Glasbo seveda ima že od nekdaj rada prepeva, nastopila je že na številnih televizijskih oddajah v Švici in danes se je pokazala tudi gledalkam in gledalcem, torej slovenske televizije in pa kaj pa da avstrijske in pa tudi v Švici bo vidna. Ja, veseli smo, Yvonne, da si z nami. Dankeschön. Und eine absolute Legende beim ASDVS, er sorgt für die Unterhaltung, das Nationalpark Urfi. Manfred, ich bin schon gespannt, was erwartet uns denn heute beim großen ASDVS-Ausscheidungstag? Ja, heute haben wir wieder mal ein Originalstück eingepackt, weil die Margret hat das letzte Mal gesagt, ich soll wieder mit einem originalen Stückchen kommen. Und ich glaub, da geht die Post ab. Da geht dann die Post ab. Wie lange machst du schon Musik? Ja, ich mache jetzt bald 30 Jahre Musik. Und wie bist du dazu gekommen, zu musizieren? Ja, ich war zuerst einmal bei Blaskapellen, bin einmal so 3 Jahre gewesen und nachher hat die Steine schon mal immer imponiert. Und dann habe ich die Steine schon angefangen und da sind halt diese Stücke entstanden, ja. Wir sind gespannt und wünschen dir toi, toi, toi für den Auftritt. Dankeschön. No, mi smo seveda še kako pripravljeni na to, da nas bo navdušil tudi Manfred, ki se je imenoval Nacionalpark Urficht. In Urficht, to je bil nekod seveda tudi imenovan naslavni Hias, ne, pred mnogimi leti. Pravi, da že 30 let pravzaprav muzicira, tudi je že igral v različnih pihalnih godbah in skratka je veseljak tudi v duši in takšen pravi, da bo ostal vse do konca. Veselimo se in veselimo se seveda
z naszym Manfredem, sie wohnen in Sklaro. Natürlich, hat jeder gehört, hast du einen großen Applaus bekommen. Musst auch sagen, Titelauswahl hast du sehr gut getroffen. Das Tempo war genau angebracht, so dass du deine 16, also diese schnellen Läufe, schön untergebracht hast und auch alles super bravourös gemeistert hast, die schweren Stellen dadurch. Und ja, großartiger Auftritt, danke. Laura, du hast mich begeistert heute, wirklich. Du hast es so schön vorgetragen, dieses Stück. Und so gelassen warst du und also wirklich, das ist tief ins Herz gegangen und fehlerfrei gespielt. Ich bin begeistert, wirklich. Großes Kompliment, danke. Ja, auch von meiner Seite großes Kompliment. Du hast mich auch begeistert, du gehörst ja schon fast zum Inventar des Wettbewerbes, obwohl du noch so jung bist. Aber man merkt halt, Qualität bleibt und setzt sich durch und du wirst dich auch heute sicher wieder durchsetzen. Ja, Laura, besser geht's nicht. Aber meine Meinung kennst du ja schon. Es ist einfach, du bist ein Wahnsinn. Und was mich bei dir auch so fasziniert, das ist die Bossseiten. Also du spürst da Bossläufe ein, da können andere davon nur träumen. Du spürst das einfach. Großartig, großes Kompliment. Und hoffentlich rufen viele, viele an, weil du musst dabei sein. Danke. Takole, z eno samo besedo, žirija je rekla seveda odlično, Laura Rampič in takšnih seveda tekmovalcev si še kako želimo pri tem tekmovanju v treh držav, Slovenije, Avstrije in pa seveda Švice. Hasnit beschrieben. Du mir gut tust, wird für immer bleiben. So etwas fingst nicht, wenn du suchst. Es ist mehr als Freundschaft, wenn ich dich seh, wird mir warm ums Herz. Es ist ein Blange, eine Sehnsucht, mir sagt einmal Heimatschmerz. Oh la la, yeah.
Dankeschön. Yvonne, es ist so schön, dass du da bist. Beim Casting hast du uns ja ein Video geschickt und wir waren alle schon so neugierig auf dich und wir wollten dich alle kennenlernen. Und heute bist du da und es hat sich gelohnt. Also ich bin total begeistert, das hast du so schön gemacht. Tolles Outfit, tolle Stimme, hast du super gemacht und du bist auch nicht so oft auf der Bühne gewesen bis jetzt, gell? Nein, nein. Es ist eigentlich ganz, ganz selten, dass du so große Auftritte hast, schon gar nicht im Fernsehen, glaube ich. Ja. Und du hast das wirklich ganz, ganz toll gemacht. Ich bin begeistert. Danke, dass du da bist. Dankeschön. Ja, mir hat die Stimme, gefällt mir sehr gut. Sie ist eine sehr warme Stimme mit einem sehr hohen Wiedererkennungswert. Dennoch habe ich einige Risse entdeckt oder gehört zwischendurch. Aber ja, okay, es ist halt nicht immer alles perfekt. Aber generell ist die Stimme eine sehr, sehr schöne, harmonische, warme Stimme, wie ich schon gesagt habe. Und du bist sehr sympathisch, sehr schön vom Outfit her. Magst eine sehr freundliche, fröhliche Figur. Also das wird schon. Dankeschön. Ja, grüezi. Liebe Yvonne. Ja, du hast mich auch begeistert, du hast mein Herz berührt, du hast wirklich Wiedererkennungswert in der Stimme und 10 Stunden auf sich nehmen, sollte eigentlich allein schon belohnt werden. Ich glaube, da geben wir einen Applaus, oder? Das ist schon einmal ein richtig großer Applaus wert. Dankeschön. Und du kommst sehr sympathisch herunter von der Bühne und es ist ja auch wichtig, das Gesamtpaket macht es ja aus. Die schönste Stimme nutzt nichts, wenn da nichts von der Bühne runterkommt. Aber das kommt bei dir und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Ja, danke fürs Kommen. Danke. Hoi, Yvonne. Hallo, grüezi. Ich muss sagen, es ist gut gewesen. Für deinen ersten größeren Auftritt muss ich sagen, Hut ab. Man hat schon gemerkt, ein bisschen Unsicherheiten. Am Anfang vor allem hast du noch nicht so richtig reingefunden gehabt. Je mehr es zum Ende gegangen, also zum Schluss gegangen ist, bist du immer sicherer geworden und dann hat er das Scheinwerferlicht auch nichts mehr anhaben können, hat man gemerkt, ja. Dass da das Publikum ein bisschen animiert und ja, alles Gute für die Wertung und von mir gibt es sicher keine schlechte Wertung. Gut, danke schön. Ja, Yvonne, Torres aus Gledauke, Gledauce, Televizija Gulica. Kaj bi rekli, šapo, šapo, pravi žirija in seveda navdušena nad Ivoninim mehkim, šarmantnim glasom, ki seže do srca in ki je seveda tudi še kako nežen za ušesa. Tako da, no, sej to ni njen prvi nastop, sicer prvi v Avstriji, sicer pa ima za seboj že veliko televizijskih nastopov v Švici. Ja, bravo, bravo, Yvonne. Wir hoffen mit diesen motivierenden Worten, begrüßen wir dich bald wieder in der Steiermark. Wird uns freuen. Ja. Ja. Alles Dankeschön. Gute, liebe Yvonne. Danke vielen dir. Vielen Dank. Vielen Dank. Feueralarm! Feueralarm! Oh,
Schlamm! Es brennt einmal in einem Haus, da drunter da fällt der Feuer aus. Die Leute schreien und jammern ums Haus. Aber aus, der Schutz ist ja so furchtbar aus. Die Leute schreien und jammern ums Haus. Aber aus, der Schutz ist ja so furchtbar aus. Ja, wo ist denn die Feuerwehr? Ja, kommt denn eine Polter her? Jetzt geht das ganze Haus im Grund. So gehen wir schon eine 2-3-Viertelstunde. Jetzt geht das ganze Haus im Grund. So gehen wir schon eine 2-3-Viertelstunde. Jetzt hört man trara, trara. Ja, wie denn es die Feuerwehr war? Schön lang schon keimer setzt daher. Raupen ja mit seiner Feuerwehr. Schön lang schon keimer setzt daher. Raupen ja mit seiner Feuerwehr. Die Leute schreien den Gehen. Ja, liebe Leute, wo seifsen gehen. Doch schreit der einer von den Kunden. Der Hauptmann hat den Helm nur nimmer gefunden. Doch schreit der einer von den Kunden. Der Hauptmann hat den Helm nur nimmer gefunden. Bei uns war vorher Leute. Ja, wissen wir mal kein Depot. Jetzt haben wir mit, der Spritz hat frei. Ja, weil wir nicht ja wissen, wo sie steht. Jetzt haben wir mit, der Spritz hat frei. Ja, weil wir nicht ja wissen, wo sie steht. Und dann haben wir, was soll das denn tun? Da haben wir gleich so gleich 2-3 Stunden. Und wenn wir sie und endlich haben gefunden, und auch bei Kotter, ja, sei auch ein Bumm. Und wenn wir sie und endlich haben gefunden, und auch bei Kotter, ja, sei auch ein Bumm. Und da haben wir, was soll das denn blöd? Der Spritz war ganz voll drin, und es macht nix, der Hauptmann kriegt, von vorne fliegt der Dreck schon wieder weg. Und es macht nix, der Hauptmann kriegt, von vorne fliegt der Dreck schon wieder weg. Hört, schreit der Hauptmann Lührbrei. Seit ein verbrennt's und jetzt ist drei. Vielleicht verbrennt, nur wird mein Haus, da zahlst du das Pumpelbild wieder aus. Vielleicht verbrennt, nur wird mein Haus, da zahlst du das Pumpelbild wieder aus. Jetzt so ist das hier das Mies. Wenn wieder mal so ein Feuer ist, dann sagt es uns, bevor es brennt, da werden wir einmal wieder fliegt und kein. Da sagt es uns, bevor es brennt, da werden wir einmal wieder fliegt und kein. Dankeschön, danke. Ja, du hast es ja schon richtig gesagt beim Casting. Der Wolfgang und ich haben Nein gestimmt, der Lothar und die Margret Ja. Und die Chefin ist ja die Margret Almer und die hat dich dann weitergeschickt. Ich glaube, man muss das ein bisschen auseinanderhalten. Du bist jemand, der einfach Stimmung machen möchte, Leute zum Lachen bringen und es gelingt dir auch. Ich muss es jetzt nur von meiner Seite aus sehen. Es heißt, Austria sucht den Volksmusikstar. Und du bist urig, aber für mich würde ich trotzdem sagen, du bist kein Volksmusikstar. Und ich glaube, du wirst das wahrscheinlich auch nicht werden, vielleicht die nächsten 100 Jahre, aber trotzdem hast du eine Berechtigung, auf der Bühne zu stehen. Und das ist ja wichtig. Du hast Freude, anderen Menschen machst du Freude und denen, was du nicht Freude machst, die sollen wegschauen. So sehe ich das. Und der Applaus, der jetzt kommt, gehört nur dir. Danke schön. Ja, da sind wir wieder. Ja, ich muss sagen, das Blaulicht hat dich ziemlich rausgerissen mit der ganzen Geschichte. Weil das war ein bisschen ein Gag, das war ein bisschen eine Abwechslung. Auch die mit der Pumpen, nur allein steirische Spülen und Singen, da die da in Zukunft nicht so empfehlen, aber da die ganze Geschichte und was du damit erzählen willst und so, das ist schon ganz okay gewesen. Danke. Okay. Ja, lieber Manfred, ich muss mir eigentlich dem Wolfgang jetzt anschließen. Das Gesamtpaket ist es natürlich bei dir. Wir haben eh schon gesprochen, musikalisch ist es ja nicht das, was wir suchen, du weißt schon. Aber das Gesamtpaket, das passt und du gehörst auch auf die Bühne. Du bist ein Showmaster, weißt du, du machst Show und bist lustig und bringst es gut drüber. Und deswegen wollte ich auch, dass du eine Runde weiterkommst. Jetzt schau mal, wie es weitergeht. Von mir hast du schon ein Ja, weil du irgendwie lustig bist. Vom Musikalischen reden wir jetzt nicht, gell? Und schauen wir mal, was das Televoting bringt, gell? Und danke, dass du da bist. Danke. Also gut, die Nummer wird nicht in die Musikgeschichte eingehen, da sind wir uns alle einig.
Auf der anderen Seite muss ich sagen, das Leben ist so traurig, gerade in Tagen wie diesen. Und wir haben wirklich nicht viel zu lachen. Aber wenn wir dich sehen, lachen wir alle aus ganzem Herzen. Also mir geht es jedenfalls so. Und da ist für mich das Musikalische eigentlich nicht so wichtig wie der Humorfaktor. Und den beherrschst du wirklich großartig. Ich hoffe ganz persönlich und privat, dass du weiterkommst. Dankeschön, danke. Tore, Jiria, voi sa Lovonla. Bravo, bravo. Ne gre tukaj seveda za pravzaprav glasbo. Pomembno je, da si veseljak, da si dobre volje in da skrbiš za humor tistih, ki jih seveda zabavljaš. Zaradi tega upajo tudi pri žiri, da boš prišel v veliki finale. Hvala lepa. Thank you, thank you.